Stilkunde für Steinmetz und Steinbildhauer an der Meisterschule in Kaiserslautern. Thema Frühchristentum. Das erste Bild zeigt in Ravenna San Apollinare in Klasse. Durch die Teilung Roms, sprich des römischen Weltreiches, gab es Ost- und Weströmisches Reich. Wir befinden uns hier im weströmischen Teil. Auch geistlich ist eine Teilung nachzuvollziehen zwischen dem östlichen, dem katholischen Christentum und dem westlichen, dem arianischen Christentum. Das arianische geprägt durch Theoderich, der Gotenkönig, der nicht nur der Ostgotenkönig war, sondern eigentlich auch das römische Reich von Odoaker übernahm. Die Bauform ist nach der römischen Markt- und Gerichtshalle übernommen. Wie wir sehen, ist noch ein Glockenturm hinzugefügt, der allerdings im 7. Jahrhundert erst hinzugefügt wurde. Die eigentliche Bauform eingeweiht Ende des 5. Jahrhunderts von der San Apollinare in Klasse, die vor Ravenna liegt, also in diesem Gebietsbereich Klasse, daher kommt auch der Name, zeigt natürlich alles, was eine römische Basilika, sprich Markt- und Gerichtshalle auch hat. Ein überhöhtes Mittelschiff mit Satteldach und die beiden Seitenschiffe haben ein Pultdach. Die Apsis hinten im Osten wurde zum Chor umfunktioniert, in dem der Altar stand. Hier in der Grafik die wesentlichen Fachbegriffe. Die Narthex, die Vorhalle, diente auch dazu, sich zu sammeln, um den Kirchenraum etwas mehr Geltung zu verleihen. Karte von Google Map. Man sieht also unten San Apollinare in Klasse. Außerhalb die San Apollinare Klasse Nuovo ist in der Stadt etwas später gebaut. Und wir werden uns noch das Mausoleum der Gala Placidia ansehen, was ein wesentlicher Teil zu den christlichen Mosaiken beiträgt. Der Innenraum von San Apollinare in Klasse zeigt sehr viel Naturdarstellung, was neu war, und wir haben christliche Darstellungen. Die Marmorarbeiten, die teilweise fehlen, also die Wandbekleidung fehlt, der Bodenbelag ist auch nicht mehr original, die wurden herausgenommen für Baumaterial. Und was vorhanden ist, die Mosaikkunst, die nach der römischen Tradition weitergeführt wurde. Die typisch römische Mosaikkunst, die Verwendung von verschiedenen Kalksteinen. Später kam noch Gold, Glas dazu. San Apollinare Nuovo, Ende des 15. Jahrhunderts. Das Alabasterfenster ist allerdings von St. Paul vor den Mauern Roms. Und in der Grafik sehen wir die Möglichkeiten, auch Marmorplatten zu durchbohren, zu durchbrechen, damit ein entsprechender Lichtdurchlass gegeben ist. Auch nochmal der Innenraum von San Apollinare Nuovo. Die Holzdecke ist hier etwas aufwendiger als in der San Apollinare in Klasse. Aus oströmischem Reich geben Geld, damit man eine Kirche wie San Vitale bauen kann. Es ist ein Zentralbau, ein Oktogon. Und die Zentralbauweise fand sich vor allem im byzantinischen, im oströmischen Reich. Und das Ganze in dem unteren rechten Bild zeigt, dass es eine Klosteranlage ist. Im Innenbereich haben wir etwas Goldgrund, etwas mehr Goldmosaik. Die ganze Ausgestaltung wirkt etwas weltlicher. Wir haben auch ein Abbild von Kaiser Justinian, der im Oströmischen Reich regierte. Er hat Ravenna erobert und im Prinzip dem Oströmischen Reich einverleibt. Der Ostgotenkönig Theoderich ist gestorben, allerdings nie in seinem Mausoleum beerdigt worden. Interessant ist bei diesem Gebäude die Kalksteinplatte aus istrischem Kalkstein, die etwa 300 Tonnen wiegen soll. Das ganze Gebäude ist ohne Mörtel gebaut. Man sieht bei den Bögen, dass diese Fugen eine Falzfuge darstellt, beziehungsweise dass die Steine auch ohne Mörtel verzahnt sind. Der Sarkophag, typisch der römischen Sarkophage in Porphyr.
Dann die Innenausstattung bzw. die Flächen sind sehr rau, fein gespitzt, was vermuten lässt, dass noch ein Kalkputz angefügt hätte werden sollen. Das nächste Gebäude, das Mausoleum der Gala Placidia, Tochter des Kaiser Theodosius, hat dieses Mausoleum bauen lassen. Die Innenausstattung ist das Besondere an diesem Gebäude. Wir haben einen typischen römischen Marmorsarkophag, wobei nicht sicher ist, ob sie, weil sie in Rom gestorben ist, hier auch beerdigt wurde. Aber die frühchristlichen Mosaiken, die die vier Evangelisten darstellen, sind erstmals in dieser Art zu finden. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Im Oströmischen Reich hat Kaiser Konstantin begonnen, aber Kaiser Justinian lässt letztlich die Hagia Sophia bauen. Die Kirche ist in 5 Jahren gebaut worden und die Minarette wurden also in muslimischer Zeit hinzugefügt. Und der Kemal Atatürk hat die Kirche zu einem Museum umfunktionieren lassen, oder eines der spätantiken 8. Weltwunder. 2020 hat Erdogan wieder das Ganze zu einer Moschee umfunktionieren lassen. Allerdings kann man zu den Besucherzeiten dieses Bauwerk besichtigen. 325 begonnen. 1453 hat Sultan Mehmet Konstantin erobert, zur Moschee das Ganze umfunktioniert und die vier Minarette dazu bauen lassen. Die Stützfunktionen gehen eigentlich schon auf die zwei Architekten Artemius von Tralles und dem Mathematiker Isidor von Milet zurück, weil bei dem Bau in dieser Kürze von 5 Jahren haben sich die hohen Mauern schon nach außen gedrängt und man hat im Prinzip, wenn man rechts unten das Bild schaut, so etwas wie ein gotisches Strebesystem schon entwickelt. Die Kuppel ist allerdings schon in der Zeit der Architekten 558 bei einem Erdbeben eingestürzt, aber der Enkel Isidor von Milet, der Jüngere, hat also die flache Kuppel durch eine Pendentifkuppel ersetzen lassen. In diesem Bild vom Innenraum sieht man, dass eine Reihe Fenster zu Beginn der Kuppel sich befindet. Man sagt immer, dass in dieser Position oder an dieser Stelle die Risse entstanden wären bei so einer Kuppel und der Architekt hat hier im Prinzip Öffnungen, im Prinzip auch mehr Bewegungsfreiheit oder Möglichkeiten zu geben, dass eben sich keine Risse bilden. Zudem ist eine sehr interessante Lichtführung, wie wir hier sehen können. Ein Blick von der oberen Galerie, beziehungsweise auch das rechte kleine Bild, zeigt, wie groß die Galerie ist und wie stark der Boden sich schon geneigt hat oder gewölbt hat. Das alles entstand schon zu der Bauzeit. Die Mosaike hier, die teilweise nicht mehr vorhanden sind. Dann eine Art Vorwürfelkapitell mit sehr feinen Verzierungen. Und im oberen Bereich finden wir auch eine Marmortür, im Prinzip so etwas wie eine Chorschranke darstellt. San Marco. Die Palastkirche von den Dogen erbaut, beherbergt also die Gebeine des Evangelisten Markus, die aus Alexandria hergeholt wurden. Hier baut man auch im Sinne der oströmischen Art eine Kirche. Die Eselsrücken, die Formen finden wir natürlich auch öfters wegen dieser italienischen Gotik in Venedig. Im Innenbereich haben wir 8000 Quadratmeter Mosaik. Größte Mosaikfläche mit Goldmosaiken. Hier auch nochmal im Bereich des byzantinischen Baustils in Griechenland eine Apostelkirche auf dem Berg Athos bzw. im Innenbereich des Kloster Athos 963 und letztlich zur Frühromanik, zur karolingischen Kunst, die Karlskapelle in Aachen 795 bis 1803. Gehörte zur ehemaligen Anlage von Kaiser Karls Pfalz. 1414 wurde der gotische Chor hinzugebaut. Die Kuppel, die aussieht wie eine Zitronenpresse, ist in der Gotik entstanden. Die Oktogonform
Spolien auch verwendet worden aus Ravenna. Spoliensäulen, wie die Kapitelle hier zeigen. Dann gibt es einen Thron. Auch hier könnte man sagen, sind Spolien. Die Marmorplatten sind aus Jerusalem hergebracht worden. Man sagt, Jesus ist über diese Platten gelaufen. Dieser Thron ist eigentlich sehr vereinfacht gebaut. Lediglich diese Bronzewinkel halten die Platten zusammen. Exedra, auch ein Begriff eines höher gelegenen Sitzes, normalerweise eines Bischofs. Kaiser Karl hat hier praktisch ein Stockwerk höher dem Gottesdienst beiwohnen können. 2005 wurden Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt. Hier sehen wir Steinmetze bzw. auch eine Steinmetzmeisterin, die an der Meisterschule ihren Meister gemacht hat, beim Aufpolieren der Kalksteine. Dann wurden auch die Mosaiken restauriert oder ergänzt, erneuert. Allerdings muss man sagen, die Mosaiken stammen aus dem 19. Jahrhundert. Sie sind nicht aus dieser frühchristlichen Zeit bzw. karolingischen Zeit. Der Boden wurde erneuert. Die Königshalle in Lorsch, ein bedeutender vorromanischer Eingang zu einer Klosteranlage, 764 von den Benediktinern gegründet, ist das einzigste, was übrig geblieben ist. Rechts oben in dem Bild sehen wir die Lage dieser kleinen Eingangssituation. Interessant sind auch diese Spolien-Halbkapitelle, die auch unterschiedlich sind an diesem Gebäude. Und diesen, man möchte sagen, italienischen Stil, dieser Zweifarbigkeit, dieser rote Sandstein und weiße Putz. Im Frühchristentum finden wir natürlich keine Bildhauerei im herkömmlichen Sinne. Aber was zur Kleinkunst zu sagen wäre, sind diese Fibeln, die es in der römischen Tradition einer Toga schon gab. Die Buchmalerei mit der Schrift der Unziale, Book of Kells, etwa 650 in Schottland entstanden. Hier sind die vier Evangelisten wieder abgebildet. Rechts in dem Blatt sehen wir sehr schön einen Anfangsbuchstaben, der verziert ist. Und die Schrift ganz unten, der Schriftzug ganz unten rechts erinnert uns an die heutige Unziale in Großbuchstaben.